Ja, hallo liebe Radlfreunde. Ich bin mit dem Auto unterwegs. Der Zossen hängt hinten dran und ja, es geht Richtung Süden. Was genau passiert, was ich vorhabe, dazu später mehr. Ich quäle mich jetzt hier so über die A57 und mein Ziel ist ein kleines Örtchen namens Dümpelfeld. Und morgen geht's dann auf die Strecke Rad am Ring. Radeln über den Nürburgring. Zum zweiten Mal für uns. Und ja, jetzt heißt es erstmal, wir fahren an die schöne A. Ich bin schon im wunderschönen Ahrtal und ja, es sind jetzt noch 9 Kilometer bis zum Zielort und friedlich plätschert hier unten die A so vor sich hin. Das sag mal. Next morning. Hallo liebe Radelfreunde, jetzt sind wir hier oben auf dem Ring und stehen im Stau und warten auf den Einlass auf die Strecke. Ja, und wie ihr seht, reichlich Devils auch hier. Heute wieder am Start. Da ist der Matthias, der Basti, Hallo. hi, Kannst du durchgehen? der Peter. Box 23 durchgehen. Da ist er hier vorne schon direkt. Ja, einfach durchlaufen. Genau, und die Zufahrer sind auf dem Weg raus. Auch die, wie hieß sie noch, Electric Devils, genau. Die beiden, glaube ich, hier Klassentreffen. Oder wie heißt das bei euch? Clubausfahrt. Viel Spaß draußen auf der Nordschleife. Genießt den Gruß. Du warst unter Zeitdruck. Kids Crew und zeig euch jetzt ein bisschen, was wichtig ist bei allen Leuten. Also.
Und ich gucke immer nach hinten. Jetzt sind wir hier oben auf der Hohen Acht an dem ersten Verpflegungsposten, eigentlich dem einzigen. Und ja, erste Pause. Und leider kann ich euch meine sportlichen Leistungen gar nicht dokumentieren, weil ich habe das Garmin nicht dran gemacht und damit auch nicht eingeschaltet. Das heißt, die Tour ist gar nicht aufgezeichnet. Ja, mach's jetzt gleich dran für den Rest und vielleicht gleich für die zweite Runde. Ja, da im Hintergrund die Devils. Irgendwie als größte Startergruppe hier im Feld und ja, läuft eigentlich ganz gut. Wetter ist klasse, Stimmung ist klasse und ja, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Vorhin habe ich die ganze Zeit den Fahrradschlüssel gesucht, der war ganz unten in der Lenkertasche. Irgendwann habe ich ihn dann gefunden. Dann hatten Felix und Markus, als wir hier oben angekommen sind, festgestellt, dass sie ihre Akkus noch in Dümpelfeld in der Garage liegen hatten, mussten also auch nochmal zurück. Also wieder ein sehr kurioser Tag. Ja, und jetzt machen wir hier ein Päuschen, gehen mal gucken, was die hier zu bieten haben. Und dann, hi, und dann, ja, geht's weiter. Guck mal hier,
Moin, Harry. Moin. So, an diesem Verpflegungsposten gab es Getränk, Cola, vorher eine Apfelschorle, ein Affensteak, ein halbes und eine Mettwurst. Und die verleibe ich mir jetzt ein. Und dann geht's gleich weiter. Brille gewechselt, Garmin montiert, reichlich getrunken. Jetzt warten wir noch. Wir haben gehört, hier ist ein Rettungseinsatz. Da hat sich wohl jemand lang gemacht. So lange warten wir jetzt eben nur ab, falls der Krankenwagen hier durchkommt. Und dann geht's weiter auf die Strecke. Was ein Angeber. Ja, jetzt gerade ist der Felix auch durchgerauscht, nachdem er ein Sonnenbad von einer halben Stunde irgendwo auf der Wiese genossen hat. Ja, dann fahren wir jetzt auch weiter. Überall wirst du ausgebremst, nur 130. Das ist scheiße, oder? Echt total. Das ist eine Rennstrecke hier. Die erste Runde ist jetzt nur absolviert. Wir stehen wieder an Startziel und ja, kurz Kräfte sammeln und dann geht's in Runde 2. Da ziehen wir doch locker durch.
Und dann mal gucken, was wir noch hinkriegen. Aber es ist jetzt 10:30. Eine Runde 3 wird es nicht geben. So, auf geht's. Auf in Runde 2. Zweite Runde, alte Stelle, hier oben auf der hohen 8. Und ja, geht auf die Puste, geht auf den Akku. Vorteil ist, in der zweiten Runde sind weniger Leute unterwegs und dadurch kann man ein bisschen einfacher und besser fahren. Aber ja, es strengt halt trotzdem ein bisschen an. Aber es macht Spaß, richtig Laune und ich bereue es nicht, die zweite Runde in Angriff genommen zu haben. Ja, wenn Kettenfett, die Electric Devils, hier schon verewigt sind, dann darf der Harry nicht fehlen. Hier oben auf der hohen 8.
Devils Diner, Vereinslokal der Electric Devils. Ja, nicht ganz, aber trifft sich doch irgendwie gut. Ja, die letzten Kilometer der letzten Runde und dann soll es das gewesen sein für heute mit dem Nürburgring, zumindest mit dem aktiven Radeln auf der Strecke, weil gleich starten die nächsten Teams und ja, das gucken wir uns sicherlich gleich auch noch an. Ja, jetzt gehe ich mal die anderen suchen und dann schauen wir weiter. Die Strecke ist gemeistert und die Devils sind jetzt hier wieder im Fahrerlager am Bierstand. Alkoholfreies Bitburger 00, weil wir müssen ja zum Teil noch Auto fahren. Ja, und bei dem Wetter muss ich mir jetzt auch keinen brennen. Der sitzt direkt doppelt. Ja, Prost, mein 2-Runden-Siegerbier. Hat mordsmäßig Spaß gemacht und ja, jetzt schauen wir mal, was hier noch geht auf dem Gelände, bevor es gleich wieder zurück runter nach Dümpelfeld geht. Gruppenfoto ist jetzt auch gemacht und ja, richtig cool. Die Reihen lichten sich. Und nach dem ein oder anderen alkoholfreien Kaltgetränk machen wir uns jetzt auf den Weg zu den Autos und dann runter nach Dümpelfeld. Ja, auf wie geht's sie?
So, zurück in Dümpelfeld haben wir gemütlich im Garten gesessen und ja, uns ausgeruht oder Zelte abgebaut. Meine Sachen sind schon wieder im Auto verstaut. Es soll heute Nacht regnen, morgen früh auch. Und so habe ich es jetzt alles trocken. Und dann geht es jetzt nach genau dem Essen, wo wir jetzt gemeinsam hingehen und uns noch mit einigen Devils treffen, dann nach Hause. Ja, also einmal ganz gemütlich. Lecker essen. Und da hinten rennen sie schon, die Devils und die Nicole. Und da hinten ist auch schon unser Ziel und das Zentrum zur Befriedigung unserer kulinarischen Gelüste. Wir kriegen kein Eis. Dann kommen wir hier nie wieder hin. Hier im Gasthaus Strohl in Dümpelfeld haben sich die Devils noch mal getroffen. Einige, nicht alle, aber reichlich. Wir warten jetzt hier auf unser Essen und dann gibt es noch ein leckeres Abendessen und dann ja, fährt ein Teil nach Hause, ein Teil bleibt noch hier. Schauen wir mal. Also ich definitiv werde Richtung Heimat fahren, weil es halt Regen geben soll. Und Zelt habe ich jetzt im Moment trocken. Und das ist für mich relativ wichtig gewesen, weil ich habe zu Hause nicht die Möglichkeiten, das dann auf die Schnelle trocken zu kriegen. Ja, also passt das schon so. Und das soll es dann auch für dieses Video gewesen sein. Der Abend wird hier noch gemütlich ausklingen und dann ist Schicht im Schacht. Ja. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an diesem Event Rad am Ring 2024 hier am Nürburgring. Und ja, nächstes Jahr, denke ich, sind die Devils auch wieder mit dabei. Deshalb sage ich jetzt Servus, Ade, Ciao, Grüezi und Tutziens und Glück auf, euer Harry.